Unsere Reporter sind in dieser Woche auf der Suche nach unheimlichen Orten im Land. Ob das verschwundene Dorf Wahn im Emsland oder das Mausoleum des Graf von Alten. Alle haben uns etwas erschaudern lassen. Frank Bebenroth ist heute in die jüngere Vergangenheit eingestiegen. Er war mit dem Fotografen Marc Theis unterwegs. Sein Ziel liegt in Hannover, das verwaiste Gelände der Kontinentalwerke in Limmer. Verwittert, verloren, verwaist. Ein Relikt aus vergangener Zeit. Dieser Ort beflügelt die Fantasie. Hier wird das Vergängliche sichtbar. Und vielleicht das Unheimliche spürbar. Klingt spannend für den Fotografen Marc Theis und seine Assistentin. Boah, ist ja geil. Doch, pass auf, dass du da nicht. Die beiden sind nicht zum ersten Mal in dieser Ruine. Dann kommt man rein und dann tun sich ganz andere Welten auf. Unheimliche Welten. Das kann man einfach nur so beschreiben. Das ist einfach irre. Man riecht noch die Leute, wie sie irgendwo arbeiten. Und trotzdem ist alles anders. Die Menschen sind wie Seelen ja auch noch vorhanden. Ich meine, das muss man auch mal so sehen. Ne? Dieser Ort hat gelebt über Jahrhunderte. Und hier haben Menschen gearbeitet. Das ist irgendwie da. Man fühlt es ja, man spürt es. Und das macht es ja dann auch so anders, so unglaublich. Wenn es jetzt nur tot wäre, dann wäre es ja nichts. Aber es ist ja nicht tot. Es ist ja überall Leben in jeder Ecke. Und ich glaube, das ist es. Das fühlt man, das riecht man, das spürt man. Und wenn es dann noch so wie heute so kalt ist oder so, dann hat man das Gefühl, man ist noch wesentlich mehr drin in diesem Spüren von Unheimlichkeit. Das Unheimliche zu entdecken, eine Flut von Bildern im Kopf zu sortieren, als Fotograf sehen und erkennen, im besten Fall dokumentieren, ist sowohl sinnliche als auch technische Herausforderung. Unheimlich wird es erst, wenn man das Bild auch tatsächlich in der fast reellen Größe sehen könnte. Das wäre natürlich ganz toll. Also ich plane jetzt auch, wenn demnächst auch die erste Ausstellung sein wird, plane ich auch, ein Bild wie eine Tapetenwand mal zu machen, sodass der Betrachter, wenn er in den Raum reinkommt, das gleiche Erlebnis hat, wie ich das jetzt habe, wenn ich in so einen unheimlichen Raum reinkomme. Das wird dann sicherlich spannend. Mehr als 100 Jahre war dieser Ort Lebensmittelpunkt für Tausende. Hannovers Kontinentalwerke in Limmer, Zentrum der Reifenproduktion in Niedersachsen. Seit mehr als 10 Jahren steht die Fabrik leer und zeigt sich seitdem von ihrer dunklen Seite. Was wirklich so ein Anziehungspunkt sicherlich ist, ist einfach der Weg ins Dunkle. So, dass einfach das, wo man nicht weiß, was befindet sich dahinter. Das ist ja wie eine Barriere, wobei es ja nur Licht ist. Und wo wenig Licht ist, ist man ja, zieht einen ja magisch an, dass es unheimlich ist oder irgendwo was sein könnte. Und ja, das ist einfach genau der Punkt. Oh ja, da ist es richtig dunkel. Oh, 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 oh. Da müssen wir unbedingt hin. Düstere Gänge, verrottete Flure, einsame Räume. Es ist kalt, zugig und feucht. Jeder Winkel der Fabrik nur noch abweisende Kulisse. Und doch ein gespenstisches Refugium. Findest du eine Leier? Hier war wirklich jemand. Ist ja nicht Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Genau so, wie man sich das denkt. Nur, dass jetzt die Person selber nicht mehr da ist, aber ansonsten ist ja Wahnsinn. So. Das letzte Bild, das Gegenteil von heimelig. Ein lebensfeindlicher Unterschlupf. Der Fotograf hat ihn gefunden, den unheimlichen Ort.